Das Gerhard-Neumann-Museum in Niederaltaich ist gut besucht. Über 100 Gäste flanieren durch die Ausstellung der Flugzeugexponate. Sie alle verbindet aber mehr als nur das Interesse an den alten Fliegern. Es ist das Treffen der ehemaligen Stahlfighterpiloten, haben wir ja schon gehört, Kaktus-Stahlfighter-Staffel. Und alle 2 Jahre ist für mich eine große Ehre, Auszeichnung, und trifft sie dieses erlesene Klientel 3 Tage hier in Niederaltaich. Und heute ist einer dieser superschönen Tage. Und ich muss sagen, heute ist der allerbesonderste dieser Reihe von Veranstaltungen, weil ein sehr expliziter Freund extra aus Seattle rübergekommen ist, der Wolfgang Gschaier. Der 78-jährige Starfighter-Pilot sitzt noch heute hinterm Steuer der F-104. Ich fühle mich also immer am besten in der Luft, und wie Wee Whisky schon sagte, er fühlt sich am glücklichsten, wenn das Fahrwerk eingezogen wird, und so tue ich es auch. Also lieber in der Luft als auf der Erde, und dann in diesem Flugzeug, mit dem ich schon seit dem ersten Flug ein, sagen wir mal, Liebesverhältnis hatte. Es ist nicht nur, weil die so sexy aussieht und so fantastisch aussieht, sondern auch fantastisch fliegt. Wenn der Wahlamerikaner über sein Lieblingsflugzeug spricht, könnte man meinen, er redet von einer Frau. Kein Wunder also, dass der 78-Jährige immer noch im Kennedy Space Center am Cape Canaveral in den USA mit dem Starfighter F-104 durch die Lüfte jagt. Hier bei dem ersten Start aus Jever mit der F-104, das war so, als ob ich mir einen gut sitzenden Handschuh anziehe, das ist meine Maschine. Und die Performance war natürlich, die Leistung war natürlich nicht mit der F-84 vergleichbar. In der F-84 konnte man die Tageszeitung lesen, bevor das Ding abhob. Und hier war man in 10 Sekunden in der Luft und auf hoher Geschwindigkeit. Und dann eben für die 104 geflogen haben, die können sagen, Schwerkraft gab es nicht mehr. Die Schwerkraft konnte man ausschalten. Genau diese Faszination verbindet Wolfgang Gschaier mit dem Metallbauer Josef Fockenreiter. Seit einem gemeinsamen Flug mit dem Starfighter F-104 sind die beiden gute Freunde. Unsere Verbindung und Bekanntschaft und dann Freundschaft geht noch weit vor, liegt noch weit vor diesem ersten Flug. Denn ich habe dich zum ersten Mal hier gesehen und du hast mir beschrieben, wo dieses Museum ist. Und ich bin nach Niederaltaich reingefahren, und das war noch in deiner alten Werkstatt. Stand da eine, ich glaube, da stand nur eine Maschine zu dem Zeitpunkt. Ne? Und dein Vaterhaus war noch gegenüber. Und da war ich in der Telefonzelle und rief an. Und da sagst du, wo bist du denn? Ich sag, ich bin in der Telefonzelle, ja, dreh dich mal um. Da war die Telefonzelle war hier unten, da war ich auch praktisch davor. Aber das war nur ein Fabrikgebäude. Und dann sah ich dort hinten, da war das Fahrwerk, glaube ich, von einem Airbus, stand draußen im Freien. Dass aus der kleinen Werkstatthalle und einem Traum heute das weit über die Grenzen von Niederaltaich hinaus bekannte Gerhard-Neumann-Museum entstanden ist, hätte wohl damals niemand gedacht. Wenn wir vor 25, 30 Jahren einer gesagt hätten, wir stehen heute hier, das hätte ich nie geglaubt, nie. Und du brauchst dieses Quantum Glück im Leben, und es ist kein Geld, kein Können, sondern absolutes Glück. Das Zusammentreffen mit Herrn Neumann, dem Konstrukteur des Starfighter Triebwerks, war ein gleicher Glücksfall. Das, wenn der Herr Neumann, wenn 4 Wochen später, wenn ich ihn erst da kennenlerne, dann wäre er schon auf seiner Reise in Deutschland gewesen. Er lebt ja in Amerika, und wegen mir wäre der nie rübergekommen. Und das hat chronologisch genauso gepasst, dass ich ihn kontaktierte, ihn einlud, und er kam. Und daraus hat sich entwickelt, dass seine Frau, die mit beim Besuch dabei war, verfügt hat, als der Herr Neumann verstarb, seinen fliegerischen Nachlass hierher in sein Heimatland zu geben und nicht in ein großes amerikanisches Museum. Kannst du mit keinem Geld der Welt kaufen. Es laufen Dinge zwischen Himmel und Erde, unbeschreiblich. Weil aber nicht nur Josef Fockenreiter, Gerhard Neumann und Wolfgang Gschaier diese Leidenschaft und Liebe für den Starfighter aufbringen, kommen zu dem alle 2 Jahre stattfindenden Treffen des Cactus Starfighter Squads immer noch über 100 Mitglieder der internationalen Gemeinschaft. Also die Cactus Staffel ist ja entstanden, weil alle Piloten drüben in Arizona in Amerika ausgebildet wurden. Da gibt es ja diese Cactus-Wüste, diese Banditenkakteen, und
deren das Maskottchen dieser Vereinigung aller ausgebildeter Starfighter-Piloten ist ja dieser im Kaktus sitzende Starfighter-Pilot, der da so lässig drin sitzt und sich von unten anstacheln lässt. Und warum dieses Symbol das assoziiert, die mussten ja drüben in Amerika alles geben, wozu sie imstande waren. Jede freie Minute lernen, damit sie das ganze Wissen intus hatten, diesen schönen, aber auch heißen Flieger zu fliegen. Bis auf Wolfgang Chaya sitzen wohl die wenigsten Mitglieder der Kaktusstaffel noch immer am Steuer der Starfighter. Trotzdem freuen sich alle, sich mal untereinander austauschen zu können. Nach diesem Wochenende in Niederaltaich dann beim nächsten Mal wieder in Berlin.